NLG Podcast. Wir sind wieder hier beim NLG Podcast und wir haben heute einen Special Guest, Kevin Burmeister. Wie geht's dir, Bro? Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Und selbst? Auch fresh. 89 Kämpfe hast du, ne? Richtig, ganz genau. Krass. Und welche Sportart machst du genau? Ich mach Tarn Kickboxen, jetzt seit mittlerweile knapp 15 Jahren. 15 Jahre. Du bist wie alt? Ich bin 27. Krass, also seit der Kindheit. Genau, richtig, seit der Kindheit. Und ja, relativ erfolgreich eigentlich. Und ja, jetzt Corona-bedingt natürlich ein bisschen viel Ausfallzeit, beziehungsweise Wettkämpfe finden nicht so statt, wie sie stattfinden sollten. Richtig. Aber ja. Verdienst du dein Geld damit? Ich bin hauptberuflich Sportler, genau, krass. Richtig. Okay, krass. Krass. Du bist 27. Wie kam das, dass du mit 12, wenn ich jetzt richtig angefangen hast mit? Das kam eigentlich relativ selbstverständlich, weil ich habe, glaube ich, wie jedes Kind in Deutschland fast mit Fußball angefangen. Mhm. Habe Fußball gespielt. Ich auch bis 12. Ja. Ich hatte damals die Situation, dass meine Eltern sich sehr früh getrennt haben. Ja. Und mein Vater kommt aus dem Kickboxen, ist also Kick- und Thai-Boxen auch schon gewesen. Ursprünglich vom Boxen. Ach, und dann ist okay, so Kickboxen und Thai-Boxen gewechselt. Und ich hatte aber immer sehr wenig Kontakt, weil meine Eltern halt immer Streit hatten. Und deswegen hat meine Mutter so ein bisschen den Kontakt zu meinem Vater nicht so gerne gesehen. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Okay. Und dann irgendwann mit 12, 13 kam das dann einfach durch verschiedene Situationen einfach, dass ich mit meinem Vater Kontakt hatte. Erstmal so ein bisschen hinterm Rücken von meiner Mutter. Genau. Und logischerweise, mein Vater war jeden Tag im Studio, beziehungsweise im Gym. Und um den Kontakt halt zu halten, habe ich halt immer mittrainiert. Ich hatte auch, logischerweise, es war nicht nur den Kontakt, den ich gesucht habe, sondern ich hatte auch tierisch Spaß am Sport einfach. Genau. Und das hat angefangen im Juli des Jahres damals. Und da waren Ferien. Ich war ja noch Schüler, bin zur Schule gegangen, ganz normal. Und ja, dann waren die Ferien vorbei und das normale Leben hat wieder angefangen. Ergo, ich konnte nicht mehr ins Gym gehen, ich musste zur Schule gehen, hatte den Kontakt so ein bisschen zu meinem Vater verloren. Das war für mich damals super traurig. Und ja, dann habe ich tatsächlich, erste Linie war, wieder Kontakt zu meinem Vater zu haben. Deswegen wollte ich jeden Tag zum Training. Natürlich hat mir das Training auch Spaß gemacht, aber der erste Grund war eigentlich nur den Kontakt zu meinem Vater, den ich gesucht habe. Du wolltest ja auch deinen Vater beeindrucken. Auf jeden Fall. Und dann ist es halt so geblieben. Krass. Beziehungsweise bin ich immer sofort nach der Schule, habe mich im Bus gesetzt und los. Geil. Und dann jeden Tag? Genau, ja. Wie gesagt, damals, ich weiß nicht, ob es jetzt schon gibt, weil ich bin nicht mehr ganz so vertraut mit der Schule. Aber damals gab es noch keine Ganztagsschule. War um 13 Uhr oder was, war Feierabend. Ja, genau. Und dann bin ich abgehauen und ins Gym. Und dann war ich den ganzen Tag im Gym, den ganzen Tag bei meinem Vater. Und dann habe ich ein, zwei Mal am Tag trainiert. Und wann hast du gemerkt, dass du also Veränderungen machst? Dass das Training, was du gerade reinigst, du warst ja relativ jung, dass sich das auszahlt? Also wo hast du zum ersten Mal gemacht? Ich hätte gesagt, der erste halbe Jahr habe ich fast nur alleine mit meinem Vater trainiert, weil mein Vater sehr viel Zeit in mich investiert hat, weil er auch einfach wollte, dass du eine Maschine bist. Du bist dein Sohn. Ja. Genau, richtig. Und da habe ich noch gar nicht mit den normalen Teilnehmer des Trainings habe ich noch gar nicht richtig mittrainiert. Ich habe eigentlich nur für mich trainiert. Er wollte den Vorteil sozusagen vor jedem Anfänger. Ja, ganz genau. Ja. Und dann bin ich ins Gruppentraining dann irgendwann gegangen und habe gesehen, dass man vielleicht auch gar nicht so untalentiert ist, weil ich für viele, die schon 2, 3, 4, 5 Jahre dabei waren, in 3, 4 Monaten überholt habe einfach. Genau. Viel weiter gewesen bin als die Leute. Und dann hat man natürlich auch Freude dran gehabt, hast du Anerkennung bekommen, all so eine Sachen. Die Leute sind halt so, Alter, was ist mit dir los? Fünf Monate, sowas bei mir, als ich zum Football gewechselt bin. Ganz weißt genau, das hat einen auch brutal gepusht einfach. Mhm. Also man hat sich brutal gefreut darüber, dass alle gesagt haben, oh, der Junge ist brutal und hin und her. Und dann habe ich da weitergemacht, habe auch im ersten Jahr gleich meine ersten beiden Kämpfe gemacht. Krass. Habe die auch relativ souverän gewonnen, einmal K.O., einmal Punkte und habe halt immer mehr Bock drauf bekommen. Wie groß bist du? 1,70. Und in welcher Gegend bist du groß geworden? Ich bin groß geworden ursprünglich in Glinde.
Ja. Kennst du Glennen? Ja, natürlich. Genau, so, so Hamburg-Ost, dann ja. Die Ecke, ein bisschen weiter raus, Schleswig-Holstein ist das. Und dann bin ich nach Basbüttel und dann nach Jenfeld ja. gezogen. Okay, ja. In der Jugend hat man ja immer Situationen, wo man getestet wird. Also es ist so, du hast ja dann Kampfsport gemacht, du bist jetzt, sag ich mal, ein kleiner Deutscher, der dann in... Also genau richtig erkannt. Richtig, weißt du? Und dann ist es so, wie verlief das? Wo hast du da dir, sag ich mal, du hast ja, man läuft ja mit, wenn man Kampfsport ist, mit einem ganz anderen Selbstvertrauen rum. Also, definitiv. Und ich glaube, die Ausstrahlung, die ich damals hatte, hat man auch gespürt einfach, weil ich ganz, also gerade in den jungen Jahren, ich sag mal 12, 13, 14, 15, 16, gar keinen Ärger gehabt habe eigentlich. Ja. Weder Deutsche mit Ausländer ist uninteressant. Richtig. Ich hatte nur angenehme Bekanntschaften eigentlich. Krass. Es ist nie zur Konfrontation gekommen irgendwie. Genau. Und ich glaube einfach, wenn man mit einer gewissen Ausstrahlung schon nach vorne gegangen ist, dass die Leute auch gemerkt haben, vielleicht muss man da nicht unbedingt Streit suchen. Genau. Und du hast es eben genau gesagt, als die Jahre dann ein bisschen später geworden sind, 17, 18, 19, richtig. 20 und so weiter. Wo Testosteron in den Körper schießt. Ganz genau. Und bei den anderen, die Leute werden auch mutiger einfach. Genau. Und dann ist es genau so, die sehen kleinen deutschen Jungen, blonde Haare hin und her. Da kann man immer versuchen, genau. Beziehungsweise man rechnet nicht damit, dass der sich gegebenenfalls sogar wehrt. Ja. Und dann hat es logischerweise mal die eine oder andere Streitsituation gegeben. Und meist einfach, weil man gedacht hat, ich scheiß mich ein, so auf Deutsch gesagt, und suche sowieso nicht die Konfrontation. Ja. Krass. Und wie gesagt, wie in den Situationen, wie war es für dich jetzt, sag ich mal, so zu spüren, zu wissen, wer du bist. Du machst ja Sparring, du machst ja Wettkämpfe. Verstehst du, das heißt, du bist 17, 18 Jahre alt und dann hast du deine ersten Konfrontationen sozusagen. Oh, ich kann mich an die eine oder andere Konfrontation auf jeden Fall noch erinnern. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich hatte tatsächlich immer mit erwachsenen Männern Streit gehabt, wenn die waren 35 Jahre alt oder was, aus irgendeinem Grund haben sie denn mit Streit angefangen, weil ich bin nicht der streitlustige Typ eigentlich. Ich bin ein ganz ruhiger Typ, wenn man jetzt nicht mich beleidigt. Du hast aber deine Linie sozusagen. Genau, wenn man jetzt mich nicht beleidigt und mich nicht kommen kommt, dann habe ich auch keinen Grund, mit irgendjemandem Streit anzufangen. Eigentlich. Ich versuche eigentlich immer die Konfrontation erstmal mit Wörtern zu klären. Aber genau, was du gerade gesagt hast, man geht nach vorne, man weiß genau, was passiert. Man kennt das aus Sparring, aus Trainingseinheiten und so weiter. Man hat diese Souveränität schon, man hat diese Routine, man weiß genau, was passiert. Und dann ist es in diesen Fällen halt so gewesen, man geht nach vorne, dann ist es eine ganz kurze Konfrontation. Im Ring kennst du es ja selber. Da stehst du 3 Minuten, da musst du dich richtig hauen, musst dich richtig gerade machen. Das ist auf der Straße ja nicht so. Nein. Auf der Straße, wenn du einmal ausholt, vor allem, dann ist es schon vorbei. Richtig, genau. Und also wenn man jetzt auch vor allem im Kampfsport, also als ich mit Kampfsport angefangen habe, war es auch so, da habe ich dann direkt bei den ersten Konfrontationen gemerkt, oh, chill mal, weil du machst ja einen Spalten, du hast gemerkt, wenn du triffst, ist es schon vorbei. Das heißt, du hast dann eine andere Art, wenn jemand schon überaggressiv ist, dann eine Lösung zu finden, weil du weißt ganz genau, lass mich das mal ganz schnell beenden, bevor das überhaupt eskaliert oder Flaschen fliegen oder Leute noch verletzt werden. Genau. Und es ist halt so, ich sage immer so, es ist ja so, würde man jetzt in eine Bar oder irgendwo chillen und da ist jetzt ein NBA-Profi und da kommt auf einmal ein besoffener Typ mit dem Basketball und will 1-1 gegen den NBA-Profi spielen. Es ist ja genau dasselbe. Sieht schlecht für ihn aus. Ja, genau, wie ein Kampfsportler. Das heißt, der Kampfsportler, meiner Meinung nach, hat viel mehr Ruhe meistens in solchen Situationen, weil ich habe auch schon oft erlebt, wie krass Kampfsportler gewisse Situationen einfach weggegangen sind. Nicht, weil sie Angst hatten, sondern weil sie wussten, ist unnötig jetzt. Weißt du, ich bin Profikämpfer und wenn ich den jetzt seinen Kiefer da zertrümmere, auch wenn er gerade frech ist. Habe ich nichts von hat niemand was von. Richtig. Ja. Was würdest du der Jugend sagen? Was für Vorteile hat Kampfsport? Wir reden jetzt mal über Also ein riesen Pluspunkt, bin ich der Meinung, ist Kampfsport fürs Ego einfach. Also die Leute zu pushen. Also ich kenne es bei mir, ich habe nirgends Bestätigung gebraucht. Mein ganzes Leben habe ich nirgends Bestätigung gebraucht. Und also die habe ich ausschließlich durch den Sport bekommen. Du kriegst ein riesen Ego, sage ich jetzt mal. Es darf natürlich nicht zu groß werden, logischerweise. Aber Selbstvertrauen. Du hast so ein extremes Selbstvertrauen. Und ich behaupte einfach mal, in ganz, ganz wenigen
Sportarten bekommst du dieses Selbstvertrauen, weil es ist ja ein Rundum-Selbstvertrauen. Wie gesagt, ein Basketballer hat ja Selbstvertrauen, dass er Basketball spielt. Aber ein Kampfsportler läuft ja durchs Leben und weiß, ich bin mit meiner Familie, ich kannte meine Familie jetzt vor zwei, drei, definitiv, ja. Sag ich mal, durchschnittlichen Menschen, genau, ja, auf jeden Fall beschützen. Ja. So. Egal wie groß oder klein, weil ich trainiere jeden Tag. Genau. Wie oft trainierst du? Jetzt oder in der Vorbereitung? Jetzt und dann in der jetzt, Corona-bedingt, weil halt keine großen Wettkämpfe anstehen. Ich sag mal, tagtäglich, wie ich Bock habe, aber 6-7 Mal die Woche bekomme ich schon. Arbeitest du jetzt an Schwächen oder hältst du dich fit? Nein, jetzt arbeite ich hauptsächlich an Schwächen. Ich habe jetzt, sag ich mal, 1-2 Trainingseinheiten die Woche, wo ich wirklich einmal richtig mich auspower, beziehungsweise wo es an die Kondition rangeht, an die Kraft rangeht, Kraftausdauer und Co. Aber ansonsten arbeite ich an Schwächen jetzt sehr viel. Das ist das einzige Positive, dass du jetzt mal die Zeit hast, weil in der Regel habe ich 10 Kämpfe im Jahr oder was und dann ist es nicht Kämpfe so viel Zeit, Sachen einzustudieren, beziehungsweise an Kleinigkeiten zu feilen. Ja. Die Zeit habe ich denn jetzt. Ja, das ist auch. Also genau das würde ich halt auch jedem raten in der Corona-Zeit, ist halt einfach an Schwächen arbeiten. Yeah. Ich weiß, keiner kann das machen, was er gerade machen will, aber zum Beispiel für mich war es jetzt auch in der Zeit, unsere letzte Saison war 2019 und durch Corona konnten wir jetzt die ganze Zeit nicht Football spielen. Yeah. Dadurch habe ich jetzt eine Meniskusverletzung sozusagen mit meinem eigenen Training sozusagen auskuriert. Ich habe gewisse Sachen wie meinen Ellbogen und wieder komplett auskurieren können, weil ich einfach mir die Zeit genommen habe, um gewisse Sachen, die ich nie mache oder auch nie machen würde, dann auch zu machen. Und deshalb ist es eigentlich, wie trainierst du in der Vorbereitung? In der Vorbereitung habe ich in der Regel so zwischen 13 und 15 Einheiten die Woche. Okay. Ich stehe fast ausschließlich im Gym. Ich habe 3 Laufeinheiten, 3 Krafteinheiten und den Rest stehe ich im Gym, also im Boxraum. Technik. Genau, richtig. Technik und Kondition. Und ich mache 2-mal die Woche Intervalltraining beim Laufen und 1-mal die Woche ganz normales Auslaufen, so ein bisschen den Körper. Wie viele Runden kämpft ihr? Thai-Boxen 5 Runden, Kickboxen 3. Wirst du müde? Im Kampf? Ja. Ich kann nicht Nein sagen, aber ich muss sagen, prozentual bin ich, glaube ich, sehr, sehr fit. Genau, das heißt, es macht dir sogar Spaß. Ja, oder, ne? Genau, weil das ist, was ich trainiere selber, Kampfsportler und Fußballprofis und solche Sachen. Und das ist halt auch, was ich dann meinen Kunden immer sage. Es ist halt das... wenn du jetzt 12 Runden boxst, dann müsstest du eigentlich in der 12. Runde so fit sein, dass du, wenn dein Gegner jetzt sagen würde, Digga, komm, willst du noch 10 Runden machen? Ja, dass du da 10 Runden noch weiter hauen kannst. Das soll das Ziel sein. Genau. Also für mich ist auch so, also so habe ich es auch gelernt irgendwie. Nicht der Kampf ist der Kampf, sondern das Training ist der Kampf. Dankeschön. Der Kampf soll Spaß sein. Dankeschön. Und wenn du dir nicht den Arsch aufgerissen hast im Training, wird der Kampf richtig hart. Richtig, richtig. Ich hab das gesehen, ich habe das egal in welchem Bereich gesehen, ob jetzt im Hip-Hop, weißt du, ich habe gesehen, wie Künstler auf der Bühne performen, von der Bühne kommen, weißt du, die haben gepumpt wie so ein Maikäfer. Weißt du, ich meine, die haben gar keine Luft gehabt. Und dann ist es so, habe ich im Football gesehen, genau dasselbe. Du musst dich zu 100% einfach darauf vorbereiten, was du vorhast. Ey. Genau. Und das ist halt so, egal was du machst, es ist so, es gibt keinen Grund, warum du müde sein solltest in dem, was du Spaß machst. Weißt du, also wenn egal, ob du Künstler bist, ob du Footballer bist, Boxer, es sollte kein Grund, warum du nach 2 Runden schon müde bist. Dann musst du dir irgendwas anderes suchen, weil das ist dann nicht deine Sportart oder deine Leidenschaft. Richtig. Deine Leidenschaft, da solltest du zu 100% hinterstehen, denke ich. Genau. Und das ist die Message, auch, die wir auch den jungen, sag ich mal, Zuschauern gerade mitgeben, allgemein ein, ist das einfach, dass das, was du zum Beispiel jetzt, weil es gibt viele Leute, die wollen Kampfsportler werden, die wollen Geld verdienen und merken dann, ich verdiene kein Geld damit oder es läuft nicht. Und die trainieren aber auch 5-mal die Woche, 6-mal die Woche. Das heißt, vielleicht ist das, was sie gerade reinlegen, nicht genug. Auf die Training ist auch nicht immer gleich Training. Genau. Also ich bin der Meinung, du musst irgendwie jemand hinter dir haben, der dir
110% abverlangen, weil wenn du nicht in der Lage bist, 110% zu geben, jeden beschissenen Tag, genau. dann ist das nicht deine Leidenschaft, dann ist das nicht, was du weitermachen sollst. Das heißt, du hast schon ein Team um dich herum. Ja, genau. Mit denen du jetzt seit Jahren schon zusammen bin. Und ich würde gerne mal einen Tag mit dir trainieren. Gerne, komm gerne vorbei, du bist immer herzlich eingeladen. Ich glaube, ich kann euch auf jeden Fall ein paar coole, geile Sachen zeigen, die ihr so adapten könnt, weil wir sind auch gerade dabei, sag ich mal, selber noch viel zu lernen, aber ich glaube, dass unsere Trainingstechniken perfekt geeignet sind für Kampfsport, weil wir halt sehr viel auf deine Fußarbeit und vor allem viel Explosion aus der Hüfte verlangen. Ja. Das heißt, ich garantiere schon, dass ich deine Schlagkraft und deine Schnelligkeit hochpushen werde. Ja, also, je nachdem, was du jetzt gerade selber machst. Es kann sein, dass du schon diese vielleicht krassere Sachen gerade machst. Das weiß ich nicht. Deshalb sage ich, lass mal einmal trainieren. Gucken. Ja, natürlich gerne. Habe ich richtig Bock. Du hast so gehört, dass du eine Vollmaschine bist. Also, ja, vielen Dank. Links hat mir gesagt, dass du eine richtige Maschine bist, dass du auch dein Training ernst nimmst. Deshalb wollte ich dich auch als Gast haben, weil dass du. Unser Motto ist einfach, wir wollen allen zeigen, was für eine Arbeit dahinter steckt. Weißt du, dass du jetzt gerade auf ein Level bist, dass du wirklich sagen kannst, ich lebe davon, weißt du? Und ich lebe gerade meinen Traum. Weißt also du? Das ist, glaube ich, was niemand vergessen darf. Du musst hier, bin ich der Meinung einfach, ich bin nicht im normalen Berufsleben, aber ich glaube einfach, du musst hier viel, viel, viel mehr reinstecken. Also in jede Sportart, nicht nur in meinen Sportart, aber ich kann für meinen Sportart sprechen. Du musst deutlich mehr reinstecken als 9 Stunden die Woche, 5 Tage die Woche arbeiten. Du musst viel mehr investieren. Du musst wirklich zu 1000% dahinter stehen. Ich habe komplett schon geblutet, du schwitzt jeden Tag, du bist jeden Tag offen, du bist durchgehend im Arsch eigentlich. Genau. Ich mache im Moment auch ungefähr 12 bis 14 Einheiten und bereite mich gerade auf die Saison vor. Das heißt, wir haben meistens unsere zweite Einheit um 10 Uhr schon beendet. Das heißt, wir sind um 4.30 Uhr wach, bereiten dann die Mahlzeiten für den Tag vor, damit es auch alles immer frisch ist. Und dann fahre ich und mein Partner dann los, machen die erste Einheit so um 5.45 Uhr bis 6 Uhr. Sind dann nach 1,5 Stunden durch, chillen dann auf dem Platz, dehnen uns aus und dann eine Stunde später gehen wir ins Bett. Ich glaube, das ist auch so für jeden Sportart so die wichtigste Message. Du kannst immer Spaß haben bei jeder Sportart, die da ist, aber wenn du Erfolg haben willst, es ist immer mit Arbeit verbunden. Das darf man nie vergessen. Wenn du Spaß haben willst, wenn die Lichter auf dich sind, dann musst du im Dunkeln leiden. Dann musst du im Dunkeln leiden. Ja, genau. Ja, ganz anders genau, geht's richtig. Nicht. Es kommt nicht so. Leute wollen Geld haben, aber wollen nicht reinstecken oder wollen nicht leiden. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich will auch Unmengen von Geld haben, aber im Moment muss ich Gas geben. Alles andere ist egal. Weißt du, was ich meine? Guck mal, ich bin jetzt 15 Jahre dabei. Ich sage jetzt mal 14 Jahre in der Kämpfertruppe und ich schätze, wir hatten in der Kämpfertruppe in den letzten 14 Jahren 500 Gäste, die gemeint haben, lass uns mittrainieren. Und ich kann dir sagen, von diesen 500 haben vielleicht 5 Leute geschafft, über diese Jahrzehnt ja schon beinahe, das mitzugehen. Also ganz viele Krieger kommen bei uns rein und sagen, ja, Dings, lass uns mittrainieren, ich bin hier die unnormalste Maschine und mach mit. Aber dann siehst du nach und nach die ersten Was 3 Wochen... Was heißt von 505? Das heißt, du sagst 1%? Genau, ja, genau richtig. Also 1% der Menschen. Ich habe jetzt meine Trainingspartner, zwei muss ich rausnehmen, weil die sind jetzt in Rente, in Anführungsstrichen, ist einmal Martin Jahn gewesen, Miriam Uslu, Dima Weimer, Florian Kröger, und ich, wir sind diese 5 Leute. Dima Weimer hat aufgehört nach einer Krebserkrankung. Martin Jahn ist Rentner sozusagen. Miriam ist Rentner. Ich und Flo sind jetzt nur noch da. Also wir sind nur zu zweit theoretisch. Und der Rest ist weggebrochen. Und ich kann dir sagen, in den letzten 14 Jahren ist keiner mehr als 2 Jahre hat dieses Tempo mit uns gegangen. Keiner. Genau. Außer wir 5. Es ist viel Zeit, ne? Ihr lebt das ja, ihr atmet das ja. Ganz genau richtig. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, glaube ich, für die Leute, die dieses
wie die das von außen sehen, oh, das macht ja Spaß. Genau. Was ist denn nur ja, die Spaß? Sehen ja in Conor McGregor und sehen ja, dass er sich dicke Autos kauft. Genau. Und sehen ja aber auch die spaßigen Vlogs und sehen die ab und zu Training, wie er da rumalbert und Spaß hat beim Training. Genau. Weißt du? Und, da, genau, das sind die Sachen, die er nach außen postet oder die nach außen die zeigen nicht die Tränen. Aber, genau, die zeigen nicht die Momente, wo die Schnauze blutet, die zeigen nicht die Momente, wo er heult. Und, und diese Momente zeigen sie nicht. Und die gibt es bei einem Conor McGregor und bei jedem anderen auch. Bei jedem muss es ja, genau, auf dem Level zu sein. Genau. Und wie, jetzt erklär mir mal deine tiefen Tage. Also jeder kennt das, ich habe die auch mindestens einmal alle, jetzt seitdem ich meine Ernährung positiv umgestellt habe, habe ich so alle 10, 12 Tage, habe ich mal einen Tag, wo ich beim Training bin und denke, Digga, ich habe nicht mal Bock, Digga, jetzt gerade mich hier... Weißt du, ich habe nicht mal Bock, mein Springseil aufzuheben. Ja, ja, ja. Weißt du? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die habe ich nicht, logischerweise. Ja. Die habe ich auch. Die habe ich in jeder Vorbereitung auf jeden Fall. Wenn ich ehrlich bin, ich habe sie jetzt tatsächlich nicht, weil jetzt das Training relativ entspannt ist. Für das, weil an speziellen Dingen feilen ist immer ein bisschen entspannter als Konditionbolzen, als Kraftausdauerbolzen und so weiter. Deswegen habe ich sie jetzt tatsächlich relativ wenig, aber ich kann sagen, ich sage mal eine normale Vorbereitung, richtige Vorbereitung fängt so 10 Wochen vorher an, 8 Wochen vorher und dann fängt es an mit 110% jeden Tag, 7 Tage die Woche und du jeden Tag da und ich kann dir sagen, die letzten 3 Wochen würde ich sagen, 20 Tage, 3 Wochen kommen Sinn. Jede Trainingseinheit, jede stehe ich morgens auf, der ganze Körper tut weh. Das kriegst du auch nicht weg. Da kannst du irgendwelche Kryo-Sauna oder wie auch immer oder irgendwelche Massage oder was weiß ich. Das bringt gar nichts. Die Knochen tun weh. Du stehst morgens aus dem Bett auf und das ist mein Ernst mit 27. Ich komme kaum aus dem Bett raus. Das heißt, ich brauche erstmal 5 Minuten, um mich aufzuraffen, aus dem Bett rauszukommen. Dann sitze ich, dann bin ich schon komplett im Arsch und dann muss ich aber. Ey, da würde ich gerne mal mit dir über deine Ernährung reden. Weil ich habe einen Ernährungsspezialisten, wie gesagt, er hat bei mir sehr viele Sachen umgestellt. Und da würde ich mich gerne mal nach dem Podcast auch mit dir darüber unterhalten, wie deine Ernährung aussieht. Weil ich glaube, dass wir bei dir viel mehr Downtage durch die Ernährung wegkriegen könnten. Mhm. Ich weiß genau, was du meinst, weil du hast ja eine Kontaktsportart. Und das ist, was die Leute auch verstehen müssen. Football, Basketball, das sind Football, Kampfsport, das sind Kontaktsportarten. Das heißt, im Training haben wir ständigen Kontakt. Verstehst du? Das heißt, mit Knochen tun weh, meinst du, du hast wieder 10 Runden Sparring gegeben. Genau, du hast danach Kondi gegeben. Genau, du bist einfach, dein Körper hat Prellung an den Rippen und. Genau, das ist das, was du meinst. Damit genau richtig. Auch die Zuschauer das verstehen. Genau richtig. Und dann ist es einfach so, wie gesagt, die letzten 20 Tage, ich habe keinen Bock aufzustehen. Ich habe an keinen einzigen Tag, kann ich sagen, habe ich Bock jetzt. Weil du weißt, was für eine Hölle dir bevorsteht. Genau, was für ein Marsch. Ich habe keine Lust aufzustehen. Ich hab keine was Lust hast du, 8-9 Stunden Tage? Ungefähr, ja. Ah. Sagen wir mal 7-8. Ja. Sagen wir mal 7-8. Und das immer wieder. Immer jeden wieder, Tag. Ganz genau richtig. Und 2 Sachen lassen mich tatsächlich aufstehen. Nummer 1, weil ich es liebe, im Ring zu stehen und zu zeigen, was man kann und irgendwie, ich finde, es gibt nichts Geileres, als wenn du in eine große Halle marschierst irgendwie und das Publikum dreht durch, ob es gegen dich ist oder für dich ist. Adrenalin pur, ne? Adrenalin Gänsehaut, pur, es ist einfach ein richtig geiles Gefühl. Und was man sich einfach über die Jahre erarbeitet hat, dass die Leute schreien, das ist einfach, ich finde, das ist der absolute Hammer. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, so, man will seinen Vater auch nicht enttäuschen. Ich bin jeden Tag mit meinem Vater zusammen, trainiere jeden Tag mit meinem Vater und ich weiß genau, wenn ich um 7 nicht da bin, klingelt das Telefon und dann frage, wo bist du und mit diesem enttäuschten Unterton schon, wieso bist du noch nicht hier, das weiß ich, dass das kommt, deswegen, das will ich auch auf gar keinen Fall und dann sage ich, scheißegal, geht los. Das heißt, seitdem du 12 bist, kann man sagen, ist einer deiner Antriebspunkte dein Vater. Ja, definitiv, ja. Genau, und das sage ich auch immer wieder, mein Bauch halt, wenn man alles nur für sich selber macht, reicht es meistens nicht. Wenn du der einzige Grund bist, warum du etwas erreichen willst, dann reicht es nicht. Meistens braucht man noch außenstehende Leute oder außenstehende Situationen, für meiner Meinung nach. Ja. Also für mich sind es zum Beispiel meine Kinder. Ich nehme mir immer Leute in meiner Umgebung, die ich sehr liebe, wo ich denke, ey, ich will für die das gerade schaffen. Ja, weißt du so? Weil für mich selber
gibt es nur. Braucht man genau. das nicht unbedingt genau. mehr? Es ist natürlich geil, aber man braucht es ja. nicht unbedingt mehr. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, man braucht jetzt halt höhere Ziele. Halt genau, richtig. Und das ja. ist halt gut, weil, wie gesagt, dein Vater ist ja, der nimmt das halt ernst und erwartet ja, dass wenn er 7 Uhr sagt oder ihr 7 Uhr verabredet seid, genau. dass du wahrscheinlich schon vor ihm da bist und dich schon am warm machen musst und nicht verschlafen da reinkommst. Das sind ja auch so Sachen, die man dann auch nochmal so definitiv, als ultimativer Profi nochmal dann nochmal hinzufügt, dass man, es reicht ja nicht dann um 7 da zu sein, sondern wie kommst du da an? Nicht kurz vor knapp, nein, so kannst du auch eine Trainingsstunde nicht gestalten, wenn ich 3 Minuten vor abgehetzt ankomme, wenn ich mich noch umziehen muss, wenn ich noch dies, wenn ich noch das machen muss. Also ich bin sowieso ein Freund, ich bin in einer Viertelstunde, eine halbe Stunde früher da, einfach um Ruhe zu haben für mein Training richtig. Und nicht um so abgehetzt. Also das wäre dann auch nichts, richtig. Bin ich der Meinung. Sich genauso. Bei mir ist es auch so, ich hasse das, eine Trainingseinheit anzufangen, wenn ich gehetzt werde. Yeah. Wenn ich auch vielleicht mit Leuten bin, die Zeitdruck haben oder sonst was. Das ist so ganz schön, das zieht einen runter auch. Genau, weil die meisten verstehen nicht, was für eine Intention das hat. Für die ist es, ich trainiere mal mit. Genau, ganz genau. Ich mach mal mit. Ganz weißt genau. Du? Die verstehen nicht, dass jede Einheit, in der du dich umziehst, um zu trainieren, für dich der Höhengang ist. Ganz wichtiger Punkt. Genau. Ich habe bei mir im Raum immer ja trotz alledem Leute, auch die, wenn es nicht konstant dieselben sind, aber wir haben ja immer irgendwelche Trainingspartner, die sind ja immer da irgendwie. Richtig. Und dann guckt man schon auf die Uhr, 2 Minuten vor, du bist schon im Trainingsraum, wartest schon, dass du anfangen kannst irgendwie. Und du weißt, es kommt noch jemand, aber der ist noch nicht da. Und dann kommt der um 1 Minute vor rein. Du weißt sowieso, pünktlich ist unmöglich jetzt, weil er muss sich umziehen, weil dies, weil das. Und das zieht einen tierisch runter, weil es auch irgendwie eine Respektlosigkeit dem Sport gegenüber ist. Kommunizierst du das mit den Leuten dann auch? In der Regel ja. Ja, ja, in der Regel ja. Also ich kommuniziere es 2-3 Mal ganz normal, guck mal, pass mal ein bisschen auf, das ist super respektlos hin und der ist auch unhöflich mir gegenüber, wenn du jetzt einfach hier zu spät kommst. Und dann habe ich natürlich meinen Vater, der womit ich das Ganze so ein bisschen forcieren kann, weil ich dann einfach zu meinem Vater sage, pass auf, ich sorge dir dafür, dass mein Vater dich nicht mehr einlädt. Also bitte pünktlich oder gar nicht. Mhm. Und dann habe ich einfach das Glück, dass mein Vater auch da hinter mir steht und dann sagt, so machen wir das. Ja, genau. Das ist auch wichtig, dein Team, es ist ja wichtig. Wie gesagt, die Atmosphäre, Energie, ich sage ja immer Energie für Energie, weil wenn jetzt jemand mit einer Energie reinkommt, saugt es deine Energie. Verstehst du, wenn ich jetzt positiv hier reinkomme, dann bist du positiv. Yeah. Wenn ich jetzt hier negativ reinkomme, dann bist du angespannt. Logisch, das ist ganz normale Reaktion. Yeah. Auf jeden Fall, Kampfsport oder Football, wie ich es auch sehe, ist halt so, ist eine Sache, da hat man Negativsachen dabei auch. Ja, ne? Also man hat halt im Football auch viele Leute, die haben vielleicht, nur weil sie am College gespielt haben, kriegen sie auf einmal, haben sie so einen Namen und sind für mich zum Beispiel Luftpumpen, weißt du was ich meine? Ja. Und im Kampfsport gibt es das ja auch, oder? Im Kampfsport gibt es auf jeden Fall. Also es fängt, glaube ich, damit an, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, von den Verbänden her, aber hier in Deutschland, wir haben ungefähr zig Verbände, 20, 30 Verbände und jeder Trottel, sage ich jetzt mal, der 10-mal Kampfsport gemacht hat, in Anführungsstrichen, schimpft sich dann Deutscher Meister, Hamburger Meister, Norddeutscher Meister, schieß mich tot, Europameister. Also ich habe, als ich angefangen habe, ich habe jetzt nicht überlang irgendwelche Sachen gemacht, ich habe jetzt bei Karim Muay Thai gemacht, ein Jahr, dann wieder ein halbes Jahr. Halt, ich bin halt Football-Profi gewesen, habe das halt immer nebenbei gemacht und habe halt auch mit 20 ein Jahr gehabt, wo ich mit einem ganz geilen Trainer geboxt habe und Sparring gemacht habe und sonstige Sachen. Aber jetzt nicht so tief rein wie jetzt jemand, der wirklich sagt, er ist Kampfsport, ich bin kein Kampfsport. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, war, dass ich damals, als ich auch geboxt habe, habe das, wie gesagt, nicht ernst genommen, weil ich meine Football-Karriere hatte und ich wollte eigentlich, echt hatte Bock, da einfach zu dominieren
Und für Boxen war für mich dann so, ey, für mich ist es geil, fürs Selbstvertrauen. Yeah, einfach, du lernst, ich hatte einen geilen Trainer. Yeah. Aber damals ist es auch so, komm, machst ein paar Kämpfe und in Schwergewicht bist du direkt deutscher Meister. Weißt du so? Und das ist es so, da war, hatte ich mich gewundert, wie ich musste ein paar Kämpfe machen, um deutscher Meister zu werden. So, ist das, wie kann das so einfach sein? Guck mal, deswegen habe ich persönlich, weil ganz viele das genau so machen. Irgendein Hans und Franz gründet einen Verband, ich nenne den Verband einfach ABCD, gründet einen Verband, lässt zwei Deutsche gegeneinander kämpfen, die gar nichts können, und einmal sein Mann, ist ein Deutscher vielleicht, und irgendeinen anderen bucht er aus Stuttgart, ist auch ein Deutscher, und lässt um die Weltmeisterschaft kämpfen. Er hat ja diesen Verband neu gegründet, das heißt, es gibt da keinen Weltmeister, es gibt da keine Herausforderung. Das heißt, wenn du schon siehst, ein Deutscher kämpft um einen gegen einen Deutschen um eine Weltmeisterschaft, das gibt's nicht. Ja. Also es gibt nicht auf Weltniveau, weil es gibt keine zwei Deutschen in der gleichen Gewichtsklasse, die Weltniveau haben. Das ist einfach so. Aber ich habe mich schon gewundert, wie oft ich Weltmeister gesehen habe und wie viele deutsche Meister es gibt. Unendlich. Deswegen spreche ich eigentlich auch sehr ungern über Titel, weil auch wenn ich Titel habe, das sagt nicht aus, wer du bist einfach, weil jeder Trottel mit in unser Sportart einfach Titel holen kann. Ja. Und Aussagen trifft man eher, gegen wen hast du gekämpft, gegen wen hast du bestanden und nicht, welchen Titel du geholt hast. Das ist einfach ist so die Politik des Kampfsports, einfach Titel verschenken, denen geht es da ganz oft um Geld auch, Geld investieren und hin und her. Also ich bin ein großer Feind von diesen Titelkämpfen einfach, weil es wenig Aussagekraft hat, wie wer du bist, beziehungsweise wie stark du bist. Genau. Meinst du, man sollte so eine Art Liga gründen? Also wenn es an mir geht, müsste man eine... So wie eine Bundesliga. Ganz genau so, ganz genau. Ja. Beim Boxen ist es teilweise auch schon so, obwohl ich sagen muss, das Boxbusiness ist richtig dreckig geworden in meinen Augen. Ja. Aber in dem Boxen ist es teilweise so, dass du, oder wie bei der Bundesliga halt, dass du offizielle Ranglisten hast, wen hast du wann gekämpft, hast du gewonnen, hast du verloren, das wird immer geführt, je nachdem, so wirst du halt bewertet und so steigst du auf oder ab. Also jetzt ist es so, ich kann mich an meine Anfangszeit erinnern, wo da gab es noch gar keine, die kanntest du nicht, da gab es, das Internet war noch nicht ganz so extrem, wie es heute ist, jeder ist bei YouTube, jeder ist bei Facebook, jeder ist bei Insta. Jeder ist auch heutzutage Kampfsport-Experte. Jeder ist Kampfsport. Deshalb sage ich immer, ich bin kein Kampfsportler. Nur weil du mich ab und zu mal links siehst. Und vielleicht werde ich auch eine Phase haben, wo ich wieder komplett ein Jahr, 5 Tage die Woche, 6 Tage die Woche nur Kampfsport machen werde. Weißt du, was ich meine? Ja. Das habe ich immer wieder mal. Aber ich werde auf jeden Fall nicht mich selber Kampfsportlern. Aber du hast da eine Größe, die ganz, ganz viele nicht haben. Ja. Und die das auf jeden Fall immer rausposaunen müssen. Genau, die müssen immer sagen, ja, ich habe, ja, ich bin, ja, ich mache. Genau. Und das hast du einfach nicht. Ja. Und das ist einfach eine seltene Eigenschaft. Ja. Überhaupt im Sport, bin ich der Meinung. Und bei uns im Kontaktsport ist es leider so. Ja, du siehst ja, dass die Leute fangen ja im Fitnessstudio immer direkt an. Genau. Erstmal, und ich denke mir, du bist gerade im Fitnessstudio, so, du musst jetzt nicht jeden hier zeigen, kurz, dass du boxen kannst. Schon viermal geboxt hast richtig, weißt du? Und dann denke ich mir, Alter, ihr seid doch dann den ganzen Tag im Kampfsportstudio, warum machst du hier in der Ecke noch Schattenboxen? Was ist jetzt zwischen deinen... Sehen und gesehen werden einfach, genau, ne? Weißt du? Ja. Da feiere ich auch deine ruhige Art, dass du sagst, weißt du, so, weil auch wie ich dich kennengelernt habe, ich meinte ja, man sieht sofort, dass du ein Kampfsportler bist, aber einfach so, man sieht es einfach an deinem Gesicht. Weißt du, jemand mit 89 kämpft, erkennt man an der Art, wie er geht, wie er sich bewegt. Man merkt, dass du das lebst, dass du das frisst, dass du das atmest, träumst. Ne? Ja. Und was sind deine Ziele? Meine Ziele? Ich habe eigentlich nur ein Ziel. Und das ist gerade eine Organisation, die relativ neu ist, die gerade gegründet wurde in Asien. Und das ist One Championship. Ja. Da würde ich ganz gerne kämpfen und auch den Titel gewinnen in meiner Gewichtsklasse. Und da ist es nur sehr, sehr schwer reinzukommen, weil sie so ein bisschen den europäischen Markt auch bewusst ausgrenzen wollen. Genau. Weil ganz viel... Oder in der Vergangenheit haben ganz viele Europäer den Markt kaputt gemacht. Das hat damals angefangen mit K1, K1 Max, also K1, K1 Max.
Und dann ging es mit Glory weiter. Ja. Da haben immer Europäer ihre Finger im Spiegel gehabt, ja, und haben das Ganze dann kaputt gemacht. Und das, ja, finde ich bei der Organisation sehr gut, dass ein Thailänder, der Besitzer der Organisation ist, hat sehr viel Eigenkapital da reingebuttert. Und die haben auch ganz, ganz wenige europäische Kämpfer unter Vertrag, veranstalten gar nicht in Europa, ausschließlich in Asien, und wollen auch wenig mit Europäern zu tun haben. Und das feiere ich eigentlich, und da würde ich ganz gerne rein und groß werden. Ja, geil, feiere ich. Richtig gut, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück. Vielen Dank. Die Arbeit steckst du ja gerade rein. Das heißt, für dich ist jetzt gerade nur ein Ding, da reinzukommen als Außenseiter. Genau. Was ja nochmal eine geilere Geschichte wäre, wenn du da dann, yeah, das Ding gewinnst. Wie wirst du dich jetzt darauf vorbereiten? Wirst du dein altes Training-Dings weitermachen oder wirst du... Ich werde mich da auch auf jeden Fall insofern vorbereiten. Also ich bin der Meinung, da kannst du dich nur so drauf vorbereiten, weil viele meiner Gegner, die ich damals schon gekämpft habe, auch da unter Vertrag sind. Also nicht viele, aber 2, 3 sind da unter Vertrag. Und ich versuche einfach mit Leistung zu überzeugen, dass ich habe jetzt im Juni, glaube ich, kämpfe ich das erstmal wieder ohne Zuschauer zwar, aber wenigstens mal wieder einen Kampf. Und ich denke, an guter Leistung kannst du am Ende des Tages nicht einfach vorbeigucken. Genau. Und so versucht man da halt aufzufallen, weil der Name wird halt immer wieder genannt und irgendwann kannst du nicht mehr sagen, nee, den lade ich nicht ein. Richtig. Und das ist einfach mein Ziel. Und wie viele Kämpfer nehmen da teil? Insgesamt? Ja. Das ist schwer zu sagen. Also eine feste Zahl gibt es ja nicht. Ich hätte gesagt, so unter Vertrag sind in jeder Gewichtsklasse so ungefähr 10 Kämpfer. Okay, ja. Ja. Also es ist schon so, die bauen das jetzt gerade. Genau, die bauen das wirklich richtig groß auf. Das heißt, du würdest dann so einen Vertrag für 3 Kämpfe bekommen? Genau, richtig, das ist das Ziel. Okay, ganz genau. Richtig, und dann gewinnst, dann hältst du dich halt in dem Verband beziehungsweise in der Organisation mit Leistung. Wenn du dreimal gewinnst, dann kann man nicht sagen, nee, ich gebe dir keinen neuen Vertrag, dann musst du einen neuen Vertrag kriegen. Na klar. Gibt es irgendwas, was du, wie gesagt, vor allem unseren jungen Zuschauern mitgeben würdest auf den Weg jetzt? Wenn du jetzt einen 12-Jährigen jetzt vor dir hast, was würdest du denen jetzt mitgeben? Also, der jetzt mit Kampfsport anfängt. Ja, also auf jeden Fall, das Wichtigste ist in meinen Augen die Leidenschaft. Hab die Leidenschaft dafür, das durchzuziehen. Und egal, was die Leute zu dir sagen, was der Trainer zu dir sagt, wie auch immer, egal wie scheiße auf Deutsch gesagt du bist, mit dem Herz kannst du alles einholen. Ich habe Kämpfer gesehen, die können technisch gar nicht, die sind grottenschlecht, die haben einfach nur das Herz an der richtigen Stelle und das ist das Größte, was du brauchst. Das kannst du auch nicht trainieren. Genau. Du kannst nicht trainieren, Herz zu haben. Richtig. Du kannst nicht trainieren, wenn du 15 Granaten an Schädel bekommen hast und dich alles drehst. Du kannst nicht trainieren, dann nicht umzufallen. Ja. Du musst einfach stehen bleiben, mit dem Herz durchgehen, richtig, irgendwie. Richtig. Ich glaube, das ist das, was jeden großen Kämpfer auszeichnet. Ich glaube, das ist Herz zu haben, ist einfach eine Sache von aus der Gemütszone rauskommen. Genau. Weißt du? Und wenn man das einmal und da einmal Blut geleckt hat, dann ist es vorbei. Weißt du, dieses Gefühl von darüber hinauszutreten. Selbst wenn du Angst vor einer Spinne hast und du nimmst das erste Mal eine Spinne, natürlich zitterst du in dem Moment. Genau. Aber danach, aber es geht irgendwann weg. Danach, und du machst es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Dann, und ich habe auch so viele Kämpfer kennengelernt, die mir selber auch, und ich würde einfach mal sagen, technisch bin ich relativ gut, und die mir technisch aber noch deutlich überlegen waren, die wirklich eine richtig geile Übersicht gehabt haben und. Da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Aber wenn du kein Herz hast, du überstehst einfach nicht. Du überstehst es nicht, wenn jemand Druck nach vorne ausübt und nach vor dir steht und durchgehend schlägt. Ey, ich habe krasse Kämpfer gesehen, die konnten nichts ab. Genau, das ist einfach das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, dass du dich selber nicht aufgibst, so irgendwie Vertrauen zu dir selber hast. Ich nenne es immer irgendwie Herz haben. Wenn du das hast, dann ist das schon mal das A und O. Lass von niemandem einreden, du kannst das technisch nicht oder hin und her, du bist halt unbegabt, motorisch nicht fähig oder irgendwie sowas. Du holst das alles ein. Mit Herz und harter Arbeit. Ganz genau, Weil die Stunden, die du reinlegst, sind die Stunden,
die der Talentierte wahrscheinlich schläft. Weißt du? Ganz das genau das. Genauso ist es ja auch im Fußball und jeder anderen Sportart. Wenn du derjenige bist, der als Letztes auf dem Trainingsplatz bist, als Letzter bist du derjenige, der lacht. Wie viele aus meinem Fußballbereich, oder nicht aus meinem Fußballbereich, aber aus dem Fußballbereich kenne ich, die zu mir gesagt haben, Kevin, das war einer der Schlechtesten auf dem Fußballplatz. Mhm. Heute sind die Profis. Ja. Heute sind Profis und wir brauchen nicht uns zu unterhalten, was die Leute verdienen im Profifußball einfach. Und wir haben über den gelacht. Mir wurde ganz oft gesagt, wir haben über den gelacht. Genau. Weil die konnte gar nicht. Aber das war derjenige, der um 16 Uhr Feierabend hatte, wo Training vorbei war, der noch mit Papa oder alleine 2 Stunden Torschusstraining gemacht hat oder wie auch immer. Und das macht sich am Ende des Tages bezahlt. Man muss halt nur es schaffen. Und darf niemals aufgeben. Diese Zeit zu überbrücken. Ja. Und ich glaube auch bei uns, weil du eben auch nochmal 12-Jährige angesprochen hast, ganz wichtig ist auch, dass man diese Zeit 13, 14, 15, 16, aber diese Teenie-Zeit, dass man die übersteht, weil das ist, glaube ich, einfach die schwerste Zeit, um durchzuhalten einfach, weil ganz, ganz viele Versuchungen, deine Kollegen wollen was mit dir machen, du lernst vielleicht eine Perle kennen, Drogen kommen ins Spiel, Party kommen ins Spiel, also die meisten talentierten Jungs, die ich kenne, aus der Hamburger Auswahlzeit, wo ich Basketball war oder sonst was, ging es ab 16, 17 bergab. Genau, das ist die allerschwerste Zeit. Wie oft habe ich schon gehört, und es wurde von mir selber auch gesagt, also damals, als ich angefangen habe, alle haben gesagt, mit 10 Kämpfen, 10 Knockout, ist Maschine, aber der schafft das nie. Ja. 15, 16. Du hast noch nie Alkohol getrunken, habe ich gehört. Ich habe noch nie Alkohol getrunken, nein. Krass. Das heißt, du selber lebst es, seitdem du 12 bist. Genau, richtig. Kennst du Baki? Nein. Guckst du Anime-Serien? Ja. Ja, also guck dir mal Baki an. Ja, okay. Feier ich über. Ja. Und das ist einfach so. Wie gesagt, die schwierigste Zeit, da kommen ganz, ganz viele Versuchungen und wenn du dem widerstehen kannst, dann kannst du irgendwann auch erfolgreich sein, weil du kannst dir, glaube ich, nicht einbilden, also was ich eben gesagt habe, entschuldige bitte, zu mir wurde gesagt, der hört mit 15, 16 sowieso auf, dann hat er andere, dann hat er eine Perle und alle so eine Sachen, dann hört er sowieso auf. Mhm. Das schafft er gar nicht, weil er zu früh angefangen. Ja. Und heute erlebe ich das auch immer wieder. Es kommen irgendwelche Leute ins Training, irgendwelche 12, 13, 14, die super talentiert sind, wo das bombig aussieht alles. Und dann sind sie 15, 16, 17, dann sind sie weg. Dann können sie sich ja, aber dann, das ist ja das Ding an Kampfsport meistens, dann können sie sich ja schon hauen. Dann merken sie, auf der Fischstraße Straßen, die Probleme kann ich so lösen, brauche ich nicht mehr. Ich bin jetzt ein Mann aber dann aufs nächste Level von, wie gesagt. Und diese Jahre, die holst du nie wieder auf. Die sind weg einfach, weil die anderen Leute haben dann trainiert. Die sind nicht feiern gegangen. Die waren um 10 zu Hause, morgens war um 7 Training, um 8 Uhr Training. Die sind ins Bett gegangen, da wo du als Sportler dann auch hingehört hast einfach. Und wenn du dafür nicht bereit bist, dann kannst du den Sport gerne spaßeshalber weitermachen, aber dann wirst du nie erfolgreich. Genau. Erwarte einfach nichts. Ganz genau. Ja. Wenn du nicht 1.000.000% Leidenschaft, Blut, und es geht ja noch darüber hinweg, weil du steckst ja 100% rein, aber um noch mehr rauszukriegen, hast du ein Team, was noch mehr von dir verlangt als 100%. Das heißt, das ist es, was die Leute mal verstehen müssen, wenn wir 110% sein. Genau, weißt Ja gut, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier hatte. Ich habe mich gefreut. Geiles Gespräch, Digga. Vielen Dank. Ich freue mich, Digga, geiles Gespräch. Ich feier dein Mindset und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall nochmal zusammenkommen können. Ich werde ja auch immer öfters auch mit mehreren Gästen hier sitzen. Feier ich auf jeden Fall. Richtig geil, Digga. Ich verabschiede mich. Vielen Dank. Richtig geil, Digga. NNG Podcast.